Habe ich alles schon gemacht. Damit herzlich willkommen zu Unknown Presence Demo. Hinten im Fenster, rechts, in der guten Speedturm. Eier. Die Eule. Und da kam gerade so eine Hand. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, Leute. Das war ich. Meine Wenigkeit, Sarah Dean. Ja, gefunden auf Steam. Gibt es auf dem Kanal. Erklärungsnot jetzt zu sehen. Speedturm sagt und ich werde mir Hosen scheißen. Ne, ich bin da geflohen. Aber mal sehen. Also, es ist ein Horrorspiel, aber so mit Alien. Ja, Erwin spielt Eurotrack Simulator. Erwin, mein guter, ich mag dich sehr, aber mein Beileid. Mein Beileid, nee. Jeden das seine. Auf jeden Fall als Horror mit Alien, keine Ahnung. Mal sehen, ob's gut ist. Vielleicht okay. Nicht. Also ich muss spielen, ja, bestimmt. Du musst spielen, genau. Okay. Ja. Horror. Loading Screen Simulator? Das wäre auch mal was. Das gab's auch noch nicht, oder? Ich will es nicht zu laut sagen, das gibt es ja wohl bei Steam. Ja, das findet bestimmt jemand. Es gibt Black Scream, es gibt Banane Gurke mittlerweile. Oh. Simulator, Eis-Simulator, also es gibt viele. Aber ich glaube, Loading Scream gibt es nicht. Oh ja, Handy ist auch pixelig, du. Ich wünsche mir nur, ich hätte früher geschlafen. Ich bin, okay, Kleidung liegt im Schrank, neben der Tür, kann ich nicht lesen. WASD ist natürlich bewegen, L und LS. Ist das mit Controller oder geht es da mit Maus? Left Stick. Ja, Left Stick, Right Stick, aber es muss ja eigentlich auch mit Maus und Tastatur gehen, oder? Ja, oh, geht's auch. Achso, E, A oder X ist interagieren, okay, ja, alles klar. Okay. Okay, es wird ein bisschen pixelig, Leute. Aber es ist ein bisschen unzufrieden, mach das Licht wieder an. Was war das denn? Ah, die Pflanze sieht ja wieder schäbig aus, as fuck. Ach, das ist der Spiegel, okay, krass. Sieht man sich? Naja, natürlich. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich sehr schwer umzusetzen in Spiele hier. Guck mal, der Gaming PC. Ja, gute Alienware hier. Ja, ja. Wobei vom Logo her kannst du eigentlich. Rock hat mal. Cooler Master. So ähnlich. Na gut, dann lassen wir das. Na, guck mal, sogar noch Zusatzequipment hier. Oh, der Mensch, der hat auch ausgestattet, der Junge. Ja, ausgepackt, aufgebaut, losgezockt. LED-HD-Monitor. Das macht er offensichtlich eben nicht, ja. Schade. Na gut. Geh mal in den Laderschrank rein. 300 gehen, meine Tasche bei der Vordertür abholen und dann weggehen. Oh, das geht aber schnell. Okay, krass, ja. Naja. So, ein bisschen Zähne. Alter, was ist das für eine Dusche, Alter? War ja ein Gefängnis, oder? Hinten die Struktur. Ah, okay, aber die Dusche ist so. Wie nennt sich das? Ne, wie heißt das hier? Wasserfalldusche hier so. Ja, genau, so ist eine spezielle, ja. Die ist aber geil eigentlich. Boah. Ja, aber ein schönes Bad hier. Schönes Bad. Naja. Schade. Was? Eine zweite Tür im Bad. Okay. Sehr interessant. Das hat mich auch gerade gewundert. Die ist verschlossen, die ist geheim. Ach, guck mal, jetzt ist offen, ja. Oh, eine Katze wahrscheinlich. Ey, du, da aber. Ja, mal das Ding. Alter. Die Miets. Ein Ei, ja. Oh, Steuerung ist aber. Ja, aber gut gegessen. Das Mäusel. Warte mal, wenn ich jetzt meine DWI runterstelle. Aber die ist, glaube ich, schon unten bei mir. Spiel prinzipiell nur mit 800 DWI. Ist völlig unten, genau wie ich nach dem Spiel. Ja, ich. Ich weiß auch nicht, ob es so schlimm wird. Ich soll mich mit meinen Freunden Campingplatz um 6 Uhr morgens treffen. Ich muss. Keine Ahnung. Da war ich zu langsam. Na, geh doch mal treffen, doch noch. Willst du mal hier? Ich will ja was gucken. Nicht. Was zu entdecken gibt. Ja, du musst erstmal das Spiel. Du musst erstmal das machen, was das Spiel sagt. Ah, das finde ich jetzt wieder auch nicht gut. Ja, finde ich auch nicht cool, aber das sehe ich jetzt schon, dass das wieder so ein Ding ist. Dass du wirst sonst nicht. Sonst wird es nicht weitergehen. Ist auch so ein neuer Trend mit den Partikeln überall, ne? Ach, hier ist der Rucksack, guck mal. Der Vordertür verriegelt ist. Warum ist die Vordertür verriegelt in meinem Haus? Das ist vor allem jetzt auch gerade. Kann man nicht einfach mit dem Schlüssel das dann wieder zuschließen, oder? Na ja, National Campingplatz hier. $5. Ja, nehmen wir. Das Coole da. Ah, Escape. Ach ja, genau, hier war Tür.
also, Leute, mal ehrlich, wer in seinem Haus, na gut, vielleicht hat er vorgesorgt und geht zur Hintertür raus, damit er vor der Tür zu bleibt. Aber wenn die Garage so offen bleibt, macht es dann auch wenig Sinn. Okay, das ist auch nicht schlecht. Aha. Was, Agatha? Agatha, was ist das? Oh je. Oh, da ist auch das Video, hast du wieder gemacht. Du bist auf dem Auto gefahren. Ich hab da gesagt, sollst du nicht machen. Also beim Clio hier einen Reifen gemopst. Und auch noch einen Reifen gemopst, hinten der ist kaputt. Also oder? Vorne wird nix. Ah komm, da ist noch ein zweiter Clio, du hast alles doppelt hier. Ja, nehmen wir den hier. Noch einmal gehen. Ach, ich hab wieder nicht gelesen. Gehen, ich muss noch die eine Briefbox kontrollieren. Okay. Briefbox. Ja, da merkt man schon, das wurde übersetzt. Es gibt komplett in Deutsch, also könnt ihr auf Deutsch stellen. Das ist cool, aber Übersetzung wieder, ne? Atmosphäre sieht aber nicht schlecht aus an sich bis jetzt. Also optisch. Ja, so geht. Mit dem Nebel und so ist okay. Hat man schon schlechter. So, wo ist die Briefbox? Ist wieder so typisch amerikanisches Haus irgendwo am Arsch der Welt. Was? Ja klar, die wird vorne am Waldesrand stehen, ja. Da ist er rechts, ich sehe es. Klar. Ja. Okay, die leuchtet, aber das siehst du ja schlecht, ey. Nicht Rechnungen zu erhalten. Nichts. Ich liebe es nicht, Rechnungen zu halten. Ja, das lieben wir alle nicht. Ich liebe es nicht, Rechnungen zu halten. Ach so, er liebt es, keine Rechnungen zu halten. Jetzt habe ich es verstanden. Ich würde zum Auto gehen, sonst könnte ich zu spät kommen. Ja, keine Passion. Ja, gespannt, ob du jetzt fahren musst. Oh Gott. Dann wird es wirklich ein Horrorspiel. Crazy Pacey. Ah, Loud Scream ist langweilig. Ich habe es wieder auf der HDD-Festplatte installiert. Also wundert euch bei den Demos manchmal nicht. Aber ich versuche mit so kleinen Spielen nicht mal meine SSD voll zu machen. Weil das, ja, in meinen Augen Quatsch ist. Na gut, aber da siehst du es halt, ne, was eine SSD ausmacht. Das wäre lang fertig jetzt. Das macht schon was aus, aber halt bei einer Demo, die du mal wieder installierst, löscht, ist halt, naja. Ist nicht immer das Beste. Nee. Wenn er jetzt überhaupt noch lädt, ich weiß es nicht. Oh, jetzt guck mal. Oh ja, das hat er gehört. Ja. Mit, das ist Viertel, okay. Oh ja. Jetzt geht's aber auch fix, du, ja. Himmelarsch und Zwirn, du. Bin ja mal gespannt, ob wir bei Alien sehen, hier. Was wird das wieder für ein Game sein? Ich höre was. Hm. Vor allem, weil die im Campingplatz, also sich treffen, das. Okay. Später am Morgen. Okay, das ist immer das. Also, ich sah jetzt optisch für mich aus wie Nacht oder abends zumindest, aber. Ja, 6 Uhr. Oh, schönes Bild. Ey, Reh. Hi. Frühstück. Ah, Hirsch. Guck mal, wir sind schon alle da. Na? Speedy, Flunder, ich. Speedy steigt gerade aus, aber. Oh, ja. Klunker sein Auto. Nicht schlecht, ha? Huh? Oh, die sind aber ausgestattet, du. Meine Fresse. Ja. Lecko Mio und Schmatz. Dann wär's mit einem kleinen bubligen Auto hier. Ja, ich wollte gerade sagen, da kommt hier mit den kleinen Clio. Das ist natürlich ein bisschen. Ich muss das Lager nicht hier entlang, genau. Ich verstehe jetzt bloß nicht, warum sich keiner deiner Kumpels mitnehmen konnte, wenn die alle so große Autos haben. Was haben die bitte vorne als Gepäck? Was sind das für Kollegen? Die haben, ja. Die haben so. Also war schön ausgeschildert hier. Campsite. Haben sie überall schön Lampen hingestellt. Bisschen romantisch auch, muss man sagen. Ungewöhnlich, dass ein Horrorspiel früh 6 Uhr anfängt. Aber gut. Oh ja. Ah, Hirsch. Oh, los. Was ist mit euch los? Ja, verzieht euch. Grüß dich, Holger. Das ist unser Campingplatz. Ah, das sind deine Kumpels oder was? Also, was? Okay. Los, komm her. Ich hab noch nicht gesehen, dass du Steine aufgenommen hast. Hat es gerade abgeköttelt oder habe ich die Steine geworfen? Nee, du hast Steine geworfen. Also da freue ich mich gerade, wie du das gemacht hast. Oh ja, Speedy, immer für Überraschung gut. Hm. Ich liebe die Natur, halt. Steine werfen, da steht's, okay. Aha, bringt sie einfach eher. KI ablenken, oh Gott, das ist schon wieder. Finde ich jetzt nicht gut. Na. Nee. Ah, ich hab. Naja. Nee, auf jeden Fall, du denn. Du hast schon welche, du kannst sie einfach so schmeißen, wahrscheinlich. Guck mal, hier ist Lager. Nice.
Alex, where are you? I just wait for them, I guess. Also, bla bla bla. Okay, also jetzt wird er Englisch, auch nicht schlecht. Nicht durch Feuer, bist du verrückt, hinter die Füße verbrennst. Gut. Aue. Am nächsten Morgen. Alter, da hat er jetzt komplett doch durchgepennt. Da ist doch fertig, ist er doch. Vor allem, wenn meine Kumpels nicht da sind und die Autos stehen, da würde ich mich doch nicht ins Zelt legen und schlafen. Was war das? Das Beste, was man machen kann. Ach, guck mal, ein UFO. Ja, moin. Ja, ist ja geil. Ui. Alter. Jetzt war es aber ein bisschen crazy, du. Ui. Okay, was ist das wieder hier? Hä? Kann ich gar nicht erkennen. Was soll das sein? Handy oder kaputt? Oder? Gute Sparkassenkarte? Ja. Man weiß es nicht. Ja, der leuchtende. Ach ja. Ah, guck mal, eine Map. Eine Taschenlampe war das. Okay, krass, habe ich nicht gesehen. Okay, da kann man natürlich schon mal Controller, Taschenlampe, Batterien. Oh, Batterien brauchen wir wieder. Oh Gott, nee. Ah, ne, verbraucht nie Batterien. Ja, bist du bist allein im Camp und hast eine Taschenlampe. Was willst du mehr? Check. Finde ich gut. Gehen wir mit der Taschenlampe zu der Karte oder was das ist. Kannst du die dann aufheben? Ja, oder was ist ein Portemonnaie oder was soll das darstellen? Das sieht schon aus wie das Handy, aber halt kaputt. Ja, ja. Kaputt. Muss man da einschicken. Ja, wieder schrottige Samsung, was willst du? Scheiß iPhone. So. Was? Also. Ein Oppo. Oppo. Uno. Ego. Ego. Oh, das war ein schönes Spiel. Uno kann man auch wieder zocken. Leute, vielleicht kommt mal wieder Uno. Hab ich eigentlich auch wieder Bock. Speedable abziehen. Wenn es bei dir mal richtig laufen würde wieder. Wobei, letztes Mal ging's. Ja, es ist, also, ja, das letzte Mal. Ob es jetzt wieder geht, weiß ich nicht. Ui, ich hab gedacht, Alter, was ist das für Geräusch? Okay, aber das sagt das Spiel jetzt einfach nicht, was du machen sollst, oder? Naja. Aber bestimmt den Lichtern, folg mal den Lichtern. Ich bin der König der Welt. Genau, ich stehe im Wald und habe eine Taschenlampe. Ja, gehen wir zurück zum Auto. Aber es, Leute, es fängt schon crazy an. Also abends, dann ist früh um 6. Ah, ne, es war früh um 6, ja. Sind wir angekommen, dann legt das ins Zelt und pennt wieder bis früh. Also das ist schon. Ja, das ist ein richtiger Camper. Ne? Da will was erleben, sag ich mal. Ja, die scheinen aber. Guck mal hier. Alter. Liebe Entwickler. Ja. Okay. Wo ist das jetzt? Sich von den Kindern der gefallenen Engel fern. Oh Gott, eine Sekte, die in der Stadt. Oh Gott, okay, ein bisschen Lore. Außerdem kommen sie tagsüber nicht raus. Also nutzen sie diese Zeit, um Dinge zu erledigen. Aha. Okay. Tipp für neue Camper. Ja, das klingt auf jeden Fall, auf jeden Fall vertrauenswürdig, sag ich mal. Alter, hast du doch Bock hier zu campen, ne? Nehmen wir mit. Ah, hier haben wir eine Map. Die uns nicht sorgt. Mit einem Wanderpfeil. Wir gehen da lang. Wir haben schon mal ein UFO gesehen. Oh ja. Schöne idyllische Waldlandschaft. Atmosphäre. Ich hab das Spiel wieder sehr laut gestellt. Ich möchte es bloß dazu sagen, für alle, die sich wieder aufregen, man hört das Spiel nicht. Wobei ich glaube, das UFO war ja zum Beispiel wieder laut. Aber jetzt haben wir halt zu Vögel gezwitschert, das wird man wahrscheinlich wieder nicht hören. Aber wenn ich das jetzt laut stelle und da kommt ein Jumpscare, dann fallen euch die Ohren ab. Entrance only. Okay. Hm? Ja, mit Schulter haben sie es ein bisschen hier. Staff Parking. Okay. Ja, gehen wir hier lang. Ja. Was bleibt uns anders übrig, ne? Das hat ein OBS, sieht's gut aus, aber bei mir sieht's ein bisschen aus wie Pixelfilm, so ein leichten, aber. Bei mir auch. Okay. Häuser. Eine Stadt. Zivilisation. Ja, da wollte ich jetzt noch nicht drauf wetten, aber. Vielleicht kann ich Hilfe hier finden. Ich liebe Übersetzungen. Liebe Entwickler, das würde heißen, vielleicht kann ich hier Hilfe finden. Schade. Okay, warte mal, bleib mal stehen kurz. Ich mach mal doch. Kann ich das? Ja. Hey, ich hab's so übelst laut gedreht. Egal.
Auflösung! Auf was spielen wir denn hier? Gottes Willen. Wo, warum? Ei! Okay, Leute, sorry. Hab ich aber eigentlich auch umgestellt vor der Aufnahme. Hä? Ich hab das doch alles. Okay. Oh! Okay. Das tut mir jetzt sehr leid, Leute. Das habe ich jetzt nicht. Also ich. Oder auch ein UFO. Das war ein Halloween sein Horrorspiel. Ja. Ja, das tut mir jetzt echt leid. Ich hab das. Ich hätte Speedy doch noch gucken lassen sollen. Auf dem Tisch lag ein Schlüssel. Ich habe das alles am Anfang umgestellt vor der Aufnahme. Eigentlich habe ich dann schon gewundert, warum es so aussieht. Aber dachte, gut, Demo. Ja, okay. Jetzt haben wir mal gesehen, wie es schlecht aussehen kann. Hat ja auch irgendwas, ne? Guck mal, jetzt erkennt man sogar mal richtig was, ne? Ist ja doof. Boah. Aber das UFO sah gut aus. Ich hätte gern die Rehe in echt gesehen hier. Ja, das ist in der Grafik. Vielleicht. Guck mal, da steht eins im Haus. Und ein Bär. Ein Bär. Oh je, der Vater. Der erste Bär seit langem. Was ist das wieder für ein... Naja. Hab ich eine Zeitung, kosten alle 5 Dollar. Das ist der gleiche. Jetzt kann man auch lesen, was da drauf steht. Ja, jetzt ist es... Ich bin froh, dass der Bär nicht lebendig ist. Ja, das sind wir auch. Ja, auch. Ja, sorry Leute, das tut uns echt leid, aber jetzt sieht das Bild echt gut aus, ja. Kabine 1 von den Befinden muss gründlich gereinigt werden. Lassen Sie schon die Empfangstür neu streichen und... Sie in den Mülleimer, okay. Das ist To-Do-Liste für die Gäste, für die Anmeldung. Es scheint auch keiner hier zu sein. Ach ne, das UFO heißt speichern wahrscheinlich da unten, okay. Cool. Ja, das mal. Ja, ja, ein bisschen Hang zur Übertreibung, oder? Also. Guten Tag. Ja, der Bär ist schon übel, aber. Hallo. Oh, Alter, noch ein Häuser. Das Kaninchen in der Schnauze. Geil. Ja, wisst ihr Bescheid, ja. Was ist unter? Ah, guck mal. I need the key. Aha. Okay. Hä? Ach, das sind Schlüssel dran. Ich hab mich gedacht, was soll ich jetzt an dem Rechner machen? Nein! Hör zu. Oh Gott, muss jetzt alle Dinger durchsuchen. Egal, wir stecken erstmal nicht ein. Ganz das Beste zum Aussuchen. Ich hätte gerne das Sweet. Weil das. Geil gebaut, ne? Das Regal ist. Respekt. Okay, ja, das ist wieder. Das ist deutsche Ingenieurskunst, sag ich mal, ne? Oh, krieg ich einen auf den Deckel, du. So. Halt, stopp. Achso, das sind die. Achso. Ah ja, waren die verkauft, okay. Guten Tag. Ah, so Bunker. So, Freunde, Zimmerkontrolle. Jetzt räumen wir die Bude aus, ja. Knotig, okay, das ist was. Ja. Das ist immer eine gute Entscheidung. Moin. Oh ja, wo alle mit dran, ne? Bin ich froh, dass ich die Grafik umgestellt habe jetzt gerade. Aber ihr seht jetzt den Sound, ihr habt es gesehen, da ist. Also ich kann jetzt ganz laut machen, aber. Das ist doch weh. Warte mal, bleib mal stehen. Ich versuch's nochmal, ob ich. Ich mach noch. Hier, ich hab's doch aber umgestellt, weil da will das Spiel mich verarschen. So, jetzt habe ich den Sound ganz laut gestellt, also lauter geht nicht, Leute. So, gute jetzt Nacht, das war's. Schluss, so, aus. Halt wieder brutal laut. Das sieht gut aus, aber ich. Ja. Ich muss doch noch machen. Machen wir es laut. Okay, das war. Ach, okay. Wir versuchen es mal so. Qualitätsniveau. Das haben wir jetzt aber alles gemacht, ne? Schattenentfernung gibt es auch noch. Ey, wir rufen alles hoch hier, Junge. Wow. Wenn das dein Rechner schafft, gerne. Ach, bitte. Ne. Ja, traurig, wenn man so ein Spiel nicht schafft. Wobei, bei Demos kannst du dann auch manchmal zur Ruhe kommen, weil es noch nicht 100% programmiert ist. Ja. War einladend, sag ich mal, ne? Ich habe da so ein Setbett auf der Seite gebumst. Respekt. Das war ein bisschen Sense. Geht es wieder in Englisch, okay. Das wäre jetzt aber gar nicht so schlimm, weil das könnte ja sein, dass es in Englisch ist. Das ist halt allgemein, ne? Okay. Ja, das könnte passieren. So, hier ist alles sauber. Na, jetzt ruckelt es nämlich doch ein bisschen wegen Schatten. Das sag ich ja, das ist dann wahrscheinlich. Oh, hier steht's. Oh, guck mal, Kamin drin. Das ist ja schnucklig, ja. Ja, aber nicht schlecht gemacht, ne? Ja, wo haben sich hier die illegalen Substanzen versteckt? Weiß ich nicht, bestimmt unter dem Bett. Alkohol, Drogen. Alkohol. Den Alkohol haben sie längst klar gesoffen.
Muddelhefte, raus damit! Wir sammeln alles. Okay, das geht nicht. Ja, aber an sich. Gut. Nicht schlecht. Soweit sauber. Ey, Licht geht da, du. So, für die Umwelt. Das ist ja nicht der Geld hier. Attention, please do not climb. Aha. Ein Stamm. Das ist mal. Herrlich. Ist mal, das ist mein Stamm hier, hä? Das ist mal. Auf jeden Fall, ja. So. Licht an. Jetzt waren alle Geheimnisse aufgedeckt. Ja, Mario Huna, sehe ich doch von hier. Ja, darfst du haben. Alkohol, Drogen. Was ist denn das für ein Camp hier? Niemand hat was mit. Ist ja schwach. Ja, oder es wurde hier entraubt. Das müssten sie schon beim Empfang abgeben. Wahrscheinlich, deshalb sind die alle mal da jetzt. Alter, drei. Okay, ist schön noch. Ne, vier, doch, drei, vier. Jetzt schön noch der Reihenfolge. Mahlzeit. Na, guck mal, hier steht so. Moin. Ui. Bitte zudecken. Oder bei mir ruckelt es gerade immens. Oder? Ja, ich, wie gesagt, ich denke, Leute, das werden wir hier so schön, wie es aussieht, aber das wird noch nicht, in der Demo ist es meistens noch nicht programmiert, richtig. Oder es passiert jetzt gleich was. Das kann natürlich auch sein. Jetzt. Oh, ja, besser. Ich sag mit die Schatten, das ist immer so Ding, ne? Aber geht ja so. Geht ja. So. Scheint irgendwie nichts hier. Hier steht's Bett links, auch gut. Ja, aber ein bisschen Abwechslung, ne? Ein weißer Teppich. So. Nicht die beste Idee bei so einem. Bei so einem Rasen hier draußen. Nummer 5. Ja, also ich weiß nicht, was du machen sollst. Also, gab ja keine Informationen, oder? Nee. Du hast die Schlüssel gekriegt und das war's. Oh, da hat aber einer geschlampt beim Bauen, du. Also. Was ist mit deinem Charakter los? Der friert. Oder zittert vor Angst. Wahrscheinlich. Ja, so viel leere Schränke kann einen schon Angst machen. Was ist das denn so? So. Gut, 5 sind sauber. Geht's zur 6. Wow, wie viele Häuser. Also, ja, Hütten es hier gibt. Ah ja, guck mal, die ist komplett leer. Mahlzeit. Ja. Das haben Schlag geblutet. Ja. Das ist halt mal so lobe ich um meine Visiten, ne? Rein, alles leer. Licht an, genau. Licht an, Handy über die Bettdecke. Gut, ist aber ein bisschen, also dass du gar nichts findest in nicht einem einzigen Haus, ist schon ein bisschen schade. Das kann auch sein, ich habe irgendwas übersehen. Nee, ich habe ja schon mal geguckt, also ich habe auch nichts gesehen. Ich gehe davon aus, dass müssen die Schränke drin sein, ja. Genau, über ein Bett, über ein Holzbett eine Kerze ist auch eine gute Idee, sag ich mal. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Ach, guck mal, sind hier. Baumsturz. Na, erst machen wir noch das letzte Haus. Ich wollte gerade sagen, dazu kommen wir gleich. Erst visitieren wir die Wohnung. Licht an. Guck mal, die haben braunen Teppich. Da haben sie auch ein bisschen Mühe gegeben auch, ne? Betten sind schön, die haben das Bett direkt vom Fenster hier, da kann die Frauchen rausgucken. Ja, ich wollte gerade sagen, da die brauchen, naja, gut. Ach, guck mal hier. Oh, komm schon mal Mann. Na, siehst du. Ich wollte euch wissen lassen, dass nachts, wenn wir versuchen zu schlafen, irgendjemand was nervtötend zu klopfen scheint. Könnten Sie bitte rausfinden, was es zu beheben gibt? Da es furchtbar nervig war und mich die ganze Nacht wachgehalten hat. Tja, soweit ich und mein Mann James das beurteilen konnte, da steht James, aber es war Speedy, schien es von überall in der Hütte zu kommen. Ich habe mit anderen Gästen gesprochen und sie alle berichteten das Gleiche. Einer der anderen Ehemänner, kann ich nicht lesen, sorgt, er hätte für sein Fenster jemanden gesehen, der einen dieser außerirdischen Masken trug. Es könnte also einheimische Kinder gewesen sein, die Streiche spielen. Bitte beheben Sie das so schnell wie möglich. Danke, Karin. Dann hauen wir aufs Maul. Los, ein bisschen Geld mit. Ich wollte gerade sagen, ganz die Kohle. Ah, das gibt's doch nicht, ey. Geht nicht, das ist so. Oh ja. Oh, da gibt's mal einen Hut hier. Aber vergessen, der Junge. Der James. So, schade. Dann gehen wir mal hier lang. Ja gut, aber das sagt mir schon, dass hier nachts was passieren muss. Aber wie kann man jetzt bis nachts warten, oder?
Baustrahler auf den Baum gerichtet. Ja, das gut. Andere will keinen Strom, da gut, das lass mal. Naja, das ist ja Ökostrom. Ja, kannst einfach durch den Baum durchlaufen, ist auch nicht schlecht. So, schön war's. Ruhe. Schön, schönes Camp. Was war da in der Hand gerade? Achso, die Steine bestimmt. Hä? Hey. Ja, aber. Achso, dann nimmt er Steine auf, okay. Dann ist noch eine Hütte. Ach ja. Rechts? Alter, der Junge ist hier völlig fertig, oder? Ist 10 Meter gelaufen, wie er. Wie alt ist da bitte? 80 oder was? Ich find's so lustig, dass den das so komischerweise an null interessiert, wo seine Kumpels sind, ne? Oh, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Ich sollte nichts ins Wasser gehen. Ich kann nicht schwimmen. Also du bist schon eine ganz schöne Flachpfeife. Lass doch die Ente, du. Sollst doch nicht die Enten abschießen. Blöd. Der kann nicht schwimmen, Alter. Was ist. Was stimmt mit denen wieder nicht? Kamera, oder? wolltest gleich beenden, ne? Ja. Vielleicht muss auch das Ziel des Spiels sein. Oh gut. Da läuft was am Boden. Drin, aber gleich sehen, links. Oh nee, ein Fuchs. Alter. Ins Gesicht. Wir hätten es mal gelassen, den Stein, das da ist, hat er da drauf gelegen. Also der ist tot. Ach. Wir wollten ja nur sicher gehen, ob er wirklich tot ist. Er ist tot. Wir können es nicht ändern. Wir haben es nicht gemacht. Ein toten Fuchs. Blut auf dem Bett hier. Es sieht irgendwie alles nicht so vertrauenserweckend aus hier. Naja, also nicht so wirklich. Ich wollte es gerade sagen. Schmeiß doch mal einen Stein drauf, ja. Ach, guck an. Oh, da liegt noch ein Zettel. Halt, stopp. Wo haben die aber auch die Zettel fallen lassen, sag mal? Das kannst du gar nicht mehr anbieten. Boah. Halt, geh doch mal hin. Geh doch mal dorthin. So, ich habe versucht, ein Foto des UFOs zu machen. Ich habe es schon seit Monaten über dem Hüttengelände fliegen sehen. Allerdings habe ich etwas Seltsames gesehen. Als ich den Hüttenbereich erkundete, sah ich eine Gestalt um den Zaun herumgehen. Das war das Speedy. Sie sah ein wenig humanoid aus. Aber seltsamerweise nicht. Was? Aber seltsamerweise nicht. Okay. Als ich versuchte, ein Foto davon zu machen, funktionierte meine Kamera nicht. Sie machte einfach kein Foto. Die Person oder das Ding flog Richtung Norden. Update. Großer Durchbruch. Als ich letzte Nacht schlief, hörte ich ein dumpfes Summen. Ich schaute nach draußen und sah ein hellgrünes Licht. Es schwebte herum und verschwand kurz darauf. Nicht einmal 5 Minuten später klopfte es an die Wände der Hütte. Ich ging nach draußen und sah einen. Scrollen Sie nach unten. Das geht nicht. Echt nicht? Nee. Okay. Einen Fisch. Okay. Da fehlt wahrscheinlich einfach was. Oder es soll so sein, dass er nicht weißt, was er gesehen hat. Da ist die Kamera übrigens beim Fenster. Rechts jetzt. Man kann es auch nichts machen, okay. Mhm. Oder? Ich sah eine Fuchs vielleicht, weiß nicht. Oder hat der Fuchs fotografiert vielleicht? Ich weiß da nicht, du. Verrückt. Okay, also das UFO haben noch andere Leute gesehen, nicht bloß mir. Auch nicht schlecht. Gut, also in dem Spiel wird ja auch gesagt, wenn es dann nachts wird, dann kommen die verrückten Sachen, aber ja, muss man jetzt einfach warten oder kann man das nachts hervorrufen, das weiß ich nicht. Ab einem gewissen Punkt. Ja. Man muss jetzt halt einfach erstmal so weit laufen, bis es Nacht wird. Geht nicht weiter, oder was? Ruhig, der Waldkauz ruft. Ja, was war das jetzt? Gehen wir mal in die Richtung. Du kannst aber weit in den Wald reinlaufen, ne? Das ist der Boundary Wall of the Demo. Danke. Gern. Ja, das ist schon ein stranges Spiel, also. Ja, sag mal. Ich finde es ja an sich ganz lustig, aber es ist halt wieder so ein typisches Spiel, kümmert dich, wird schwer.
Du kriegst am Anfang immer Aufgaben, den musst du zwangshaft abarbeiten und dann ist aber Ende. Was war das jetzt? Das klang wie der Hirsch. Harry Hirsch. Kann sein, ja. Harry Hirsch. Oder Waldkauzen groß. Gut, aber mal Hütten gibt's ja nicht. Offensichtlich. Also schleicht ja schon irgendjemand rum und können wir auf den Hügel hier gehen. Mach mal. Eine bessere Perspektive verschaffen. Bis du merkst, da kommt der Taktiker durch, ne? Ah, so, was haben wir denn damals bei den Pfadfindern gelernt? Nicht viel, ich habe auch gepennt. Bin immer noch beim Thema Essen aufgewacht. Mitten im Wald, da musst du mal so einen Hochstand-Warrior hier, so einen Förster mal rumrennen. Na, stimmt eigentlich, ja. Ja, das, also es ist in so einem Spiel jetzt Spiel. Gut, man hätte vielleicht unten die Karte irgendwie angucken können. Oder drück mal Tab oder so. Hast du Menü oder I oder M oder L? Okay. Was zum Ganger? Ja, was war das? Ich hab keine Ahnung. Hast du den abgedrückt vielleicht? So ein Pfeifer, weißt du so. Kannst du nichts drücken? Naja. Okay. Aber ich hab gerade schon wieder was gehört. Okay. Ich habe gedacht jetzt, weil du unten die Karte angeguckt hast, vielleicht hast du die am Inventar, aber offensichtlich nicht. Weil da hätte man die mal fotografieren müssen. Da waren ja Wege eingezeichnet, aber... Also wie der außer Orden ist, ist... Okay, da kommt schon mal Geräusch, ja. Das Ding dann noch sehr blechern, wenn der springt. Ja. Ich habe eine Dose vom Mund oder so, ich weiß nicht. Ja, laufen wir nach links oder rein ins Lager vielleicht. Ich sag, das war jetzt echt interessant. Wird es alleine Nacht oder muss man. Aber es sieht aus, wird es dunkler werden, aber ich sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Nee, eigentlich nicht, nee. Vielleicht muss ja nicht im Bett schlafen oder so, weiß ich, habe keine Ahnung. Aber das kannst du ja nicht anklicken, oder? Nee. Aber vielleicht haben wir noch irgendwas übersehen. Ruhig. Hier liegt auch nichts. Ja, hier, warte mal, geh mal links ums Haus rum. Links, links, links. Da kannst du noch mal rein, hier. Ah ne, hier kommst du hergekommen. Achso, von hier komme ich. Ja, sorry, ich dachte, das wäre ja. Ja, Pizza haben sie alle gerne gefressen. Muss ich vielleicht hier raus? Das ist doch wohl. Ja, geile Tür. Ja, das sieht vielversprechend aus. Ja, okay, aber da, ich finde es aber so ganz ohne Anleitung, finde ich es immer ein bisschen schwierig. Ja, guck mal, jetzt wird es wirklich, glaube ich, dunkler, oder? Wirkt es nur so. Ich weiß nicht, Leute. Nee, jetzt wird es wirklich. Ja, pass auf, dann kommt der erste Jumpscare. Du bist halt null vorbereitet, weil du nicht wusstest, was du machen sollst und tot. Klassiker halt, ne? Ja, das wäre... Also bist du doch beim Campingplatz? Aha, okay. Aber die anderen Zelte kannst du auch nicht reingucken. Ach ne, die sind ja offen, okay. War nicht irgendein Zelt zu? Eigentlich waren die alle zu. Ja, ne, stimmt, die waren alle zu. Achso, jetzt, warte mal, jetzt kannst du vielleicht mal ins Zelt gehen, vielleicht kannst du da pennen. Da liegt ein Stock, guck mal. Oh, ein Loch drin im Zelt, das wird wieder teuer, du. Soll ich natürlich mal, was dein Zelt war? Ach, hier bei dem Handy, das grüne war deins. Das ist ein bisschen crazy. Aber jetzt wird's dunkel. Das ist eine Axt, guck mal. Die will ich haben. Wann kommen die denn mitnehmen? Na gut, ich würde ja jetzt die Häuser zurücklaufen nochmal, wenn es dunkel wird.
Weil da ja offensichtlich was passiert sein soll. Ach, guck mal, jetzt haben wir nochmal ein Full HD, ja. Wow. Was geht hier ab, Kollege? Was passiert hier, hä? Ja, moin. Junge. Was ist mit dem los? Frisst da Steine oder was? Na komm, ich geh mit. Vielleicht weisen die doch den Weg. Könnte sein. Das war natürlich mega. Da sind halt auch noch so Speed ein bisschen laut, aber. Es tut mir leid, ich hab's ja gesehen, mehrfach umgestellt. Ich kann es auch nicht ändern jetzt. Speedy schreit ja nicht so, da geht's vielleicht. Okay, die gehen aber hier hart zurück. Vielleicht ist es, musst du wirklich hierher dann, wenn es Nacht ist. Oder abends eben. Das vielleicht nochmal hinten, obwohl alle ja gesagt haben, die haben die Geräusche gehört, aber vielleicht musst du hinten in die Hütte nochmal rein. Kann sein. Aber da scheint es schon tagesabhängig zu sein. Quatsch, hier. Oh, guck mal, da oben im Wald. Oh, da hinten. Polizei. Eindeutig. Oder doch, da hinten. Blaulichter, das kann nur Polizei sein. Das ist immer eine gute Idee, nachts, wenn es dunkel wird, Leute. Zu dem Punkt gehen, wo du nicht hin willst. Ich hänge am Baumstumpf fest. Hast du aufgeregt, das Speed? Ja, haben wir gleich am Baumstumpf. Das ist UFO. Ich hab's euch gesagt, Leute, es gibt UFOs. Aufs hat mal keiner geglaubt. Hier ist der Beweis. Hier ist der fucking Beweis dafür. Also real life wäre das mir jetzt nichts da drin oben zu rennen, ne? Verdammt! Oh ne, so weit kommst du nicht. Naja, mir auch aber, nicht. Aber bei der Hütte vielleicht, ja. Der Fuchs ist immer noch da. Uiuiui. Oh, jetzt passiert irgendwas gleich. Draußen. Halt. Ne, das hast du doch schon. Achso. Es wäre ein cooler Jumpscare gewesen, wenn du durch die Kamera guckst und dann taucht irgendwas auf. Das war natürlich wieder. Das war alles cool in Not gewesen. Ah, ja, hier war doch irgendwas, oder? Ja. Blau ist das Licht, kannst du es sehen? Ja, leider ja. Bleib hier. Sind bestimmt die Kinder, von denen sie geredet haben. Guck mal, da wächst auch klappt an die Hütten rum. Alter, der habe ich aber jetzt richtig Fresse, dick, Junge. Kannst du auch wissen. Na, jetzt ruckelt es ein bisschen, klar, weil irgendwas passiert. Er hat Angst vor dir, oder? Die Rotzgunge. okay. Es ist einfach ein Leuchtkopf. Was zum Geier. Bleiben Sie hier? Ja. Hab bloß ab, was ist für dich hier? Da hinten ist auch noch was, siehst du das hier? Ja. Ja, krass. Was für eine Macke? Krass. Halt, stopp. Toro. Sogenannte Alien-Schlüpfen. Guck mal, da hat der bis im Baum hängen geblieben, du so eine Pfeife, Junge. Wollen die mir jetzt einen Weg weisen oder soll ich hier jetzt noch. Guck mal, da oben sind auch blaue Lichter rechts oben. Ah ja. Ja, das ist Alien-Party hier wahrscheinlich. Boah, Alter, das wäre mal nix hier. Überlegt mal, ihr seid in dieser Holzhütte mit euren Kumpels. Wollt schön ihn saufen, seid schön angetrunken. Und dann kommt sowas. Alter, denkst du, du bist im falschen Film. Halt, stopp. Da steht's. Das war doch hier. Ja. Ja. Guck mal, da ist ein Jägerstand. Guck mal. Da ist er. Vorhin habe ich es noch gesagt. Oh, krass, den habe ich vorhin gar nicht gesehen. So. Hoch jetzt.
Aha. Ah ja, aber da bist du Fleischbix. Cool gemacht, an sich. An sich schon. Jetzt so eine Truck enough und dann wäre ich eigentlich zufrieden. Dann Mit Alien-Munition. wären die Hirsche hier gewesen. Ja. Oh, da hinten. Dann können wir Ja, ich jetzt. weiß auch nicht so richtig, musst du. Ja, keine Ahnung. Also dem Verfolgen hat er keinen Sinn gemacht, weil er ist ja abgehauen vor dir, offensichtlich. Aber da kann er ja nicht zu gefährlich sein. Okay, das Speedy ist natürlich mordsmäßig martial, ne? Also das ist, wenn du den siehst, dann ist er aber auch. Er hast aber einen Stift in der Hose, ne? Das ist schon klar, dass die Aliens da Schüsse Ja. haben, aber im Normalfall. Ja. Da ist Ehrfurcht geboten, wenn Das, ich heute beim Clio ankomme, da ist schon legendär, ja. Im der Moment, auch dass das kein Speedy Kennzeichen wirklich hat. fährt, ist das schon ziemlich lächerlich, ja. Da brauchst du ja nicht in die Bleiben, hier brauchst du kein Kennzeichen. Die wurden bestimmt alle Geht's von ja vielleicht Aliens auch noch entführt, ja. ran? Ich weiß es. Ich hab. Ja, Klunker, Grüße gehen raus, da wird's wieder sehen, aber ich hab jetzt auch nicht so richtig. Also es gibt offensichtlich blaue und grüne solche Wegschilder. Aber bis jetzt kommen wir immer wieder zurück. Okay, ich glaube, hier waren wir noch nicht, vielleicht, oder? Ich glaube, kommst du auch zu Nee. dem Campingplatz wieder. Ah, nee. Ah, Aber. hier geht's nochmal hier rum. Okay. Da, was sie gesagt haben, hüte dich vor den. Geh mal in so ein Haus rein. Also, nee, hinten, du wirst in so eine andere Hütte müssen. Alle Türen spangen weit auf hier. Gut, dass du überall das Licht angemacht hast hier. Ist er? So, gute Nacht. Die haben sogar gesagt, du hörst es überall, aber ich weiß nicht, ob du das hier machen musst oder ganz hinten in der Hütte. Wo du die Notiz gefunden hast. Acht. Das ist legendär, die Türen wirklich. Nasenbruch inklusive. Euch? Da hat gerade irgendwas gepocht. Okay. Da Nice. war gerade irgendein Pochen. Achso, entschuldige, mach ich den Hosenstall mal wieder zu. Oh, war der mies. Oh. Ja, der war traurig, okay. Ah, oh, Ich da habe ist das jetzt auch Licht. Pochen, kein kleines Fieben. Ich sehe das Licht. Na, geh mal rein in das Haus, mach mal das Licht aus und setz dich mal rein, mal sehen. Okay, das war auf jeden Fall die Dings, genau. War schon gruselig jetzt. Aber irgendwie cool. Hat schon was. Es ist cool gemacht, ja. Ich sehe nicht. Halt. Da. Scheiß dich unter Hose. Ja, gut. Ach, das ist doch nur wirklich nicht euer Ernst. Wer baut sich Türme? Das tue ich wieder. Sag mal. Da will's auch wissen. Mein Freund. Guck mal hier in das Haus rein, da weißt du, was mit vorher schon passiert. Noch so ein Ding und es gibt Gulasch. Ganz schnell fort hier. Da wollen die hier den Freund retten. Ist Kommt möglich, zu ja. spät, Kollegen. Ja, da kannst du nicht mehr viel reisen. Was ist, wenn du bei so einem Alien einen Stein schmeißt? Wie viel ist das Bonerago? Es gefällt ein bisschen das Heft, ich werde ihn schenken. Ich kann gerade gar keine Steine schmeißen. Ja, hast du aber keine mehr, okay. Hunger. Oh, auch Hunde. nicht. Hunde, da hab ich vorhin auch übersehen. Jetzt nicht wichtig, das Detail, aber ich hab's übersehen. Du musst doch mal raus zu einem Steinhaufen, wo du Steine aufsammeln konntest. Hier auf. Ja, aber ist wieder so richtig schlau, wäre ich nicht raus. Also ja, es sind Nee, Aliens da da, es sind hinten, die UFOs haben wir schon da. gesehen. Ja. Aber was genau? So, der Steinhaufen war irgendwo hier. Hier.
Genau. Du! Jetzt ist das Licht weg, ne? Ja. Jetzt wird's talk. Wahrscheinlich. Oh nee. Oh, ganz ehrlich. Aber die haben ja eigentlich geschrieben, du sollst nachts nicht rumrennen und das Zeug am Tag erledigen. Aber was war jetzt so schlimm an den Aliens? Also. Muss man jetzt nicht verstehen, oder? Uhu. Obwohl, das ist aber der Vollmond eigentlich. Also halb, also Vollmond nicht, aber es ist noch Mond, meine ich. Dann also ist nochmal bei dem langsam runter. Um dem See drum rumlaufen. Ich will die Ente abschießen. Ja, ist doch gut. Ja, also jetzt auf Anhieb. Irgendwas mitnehmen. Auch nicht. Das ist irgendwie kurios, ja? Einfach fertig, vielleicht mit so einem Stein auf den Kreis hier das Licht schießen sollen, oder? Ich weiß nicht, ob das aber was gebracht hätte, aber du soll, eigentlich sollst die Steine ja nehmen, um die Affen dir abzulenken, also richtig. Tja. Schön sieht's aus, aber. Ja, hat was. Bin ich jetzt überfragt, ganz ehrlich. Das will ich auch nicht tun. Halt, jetzt ruckelt's wieder. Gibt aber auch keine Map, ich habe schon alles durchgeklickt. Nee. Ja. Tja. Ja, ist auf jeden Fall kein schlechtes Spiel. Hat Potenzial. Ich find's cool von der Atmosphäre her. Ich will jetzt auch mal ganz kurz rumlaufen. Jetzt wird das Video erschrickt. Aliens hat mich entführt. Ja, jetzt ist es soweit. Hat aber noch ein paar Fehler, ganz klar. Mit diesen Geräuschen und sowas, das ist auch noch ein bisschen komisch. Und ja, lieber Entwickler, kleines bisschen Anleitung. Es kann aber sein, dass die Demo dazu dient, dass du das siehst mit den Aliens und ungefähr weißt, okay, in die Richtung geht das Spiel. Könnte auch sein. Und dass du halt dann mehr Bock hast auf mehr. Das wollen wir jetzt ja gar nicht in Frage stellen. Aber für uns, oder für mich auf jeden Fall, ist es ein bisschen zu wenig gewesen. Weil, wie gesagt, du hast eigentlich, Spiel, die hat alles gemacht, was ging. Wir waren eigentlich überall. Gut, es kann sein, wir haben jetzt einen kleinen Weg übersehen, aber ich glaube jetzt nicht, dass da noch was passiert wäre. Und ansonsten, also eigentlich sollst du die Steine nehmen, um die Aliens abzulenken und nicht die irgendwie zu triggern oder whatever. Weil die ja eigentlich gefährlich sind, wenn man das überall liest. Aber offensichtlich haben die mehr Angst vor uns, als wir vor denen. So richtig verstanden habe ich es nicht. Ja, aber ja, Wertung, Speedy. Du hast gespielt, was sagst du? Also an sich, von der Atmosphäre her ist es ganz cool gemacht. No. Hat Potenzial, wie du schon gesagt hast. Aber an sich, ja, wirklich ziemlich wenig. Ich wäre bei einer. Ja, bei einer 3,5
3,5, 4. Okay. Hm. Ja, also ich alleine, weil es ein Alien-Setting ist, muss einem jetzt... Was war das? Hast du es gehört gerade? Das war schon. Da hat gerade jemand geschrien, oder? Ja. Da hat gerade jemand geschrien, ich bin doch nicht blöd. Oder es war ein Wildkauz. So Wichser. Den schieße ich ab. Der macht mich fertig. Ich gebe sogar eine 5, weil es ist einfach ein Alien-Setting. Das gibt's, oder ich kenn's so nicht. Als Horror. Ist zumindest sehr, sehr, sehr selten. Die Idee ist halt cool. Atmosphärisch finde ich es auch cool gemacht, wie die Sonne auf und abgeht und der Nebel ein bisschen und sowas. Okay, der Nebel war der Pixelfilm, weil ich vergessen habe, Grafik umzustellen. Trotzdem cooler Effekt. Und ansonsten, ja, aber weißt du halt absolut nicht, was du machen sollst. Das ist so ein bisschen mein Problem jetzt gerade. Also es lässt sich so eine lange Leine. Vielleicht, wie gesagt, ist es so gewollt, dass du eben rumsuchst und dann die Orte entdeckst. Das ist ja auch oft so gewollt. Aber, ja. Genau, das war's. Wir hätten erst noch irgendwas machen müssen. Was wir halt jetzt nicht gemacht haben. Kann auch sein. Ja. Oh, guck mal, hier waren wir auch noch nicht. Am See. Okay. Also du, es gibt schon doch noch ein bisschen was, was wir wahrscheinlich übersehen haben. Übersehen haben. Haha. Oh nee, jetzt aber Schluss. Jetzt ist Schluss, ne? Ja, aber ihr könnt es selbst noch ausprobieren. Schaut es euch runter, ist kostenlos, noch ist Demo da. Man weiß ja mal nicht, wie lange. Macht schon, das Wasser sieht auch nicht schlecht aus. Macht schon auf jeden Fall Laune. Aber wie gesagt, ist halt, da, wenn du suchen musst, ein bisschen träge und schwierig für den Let's Test, weil du, ja, wie das Video sagt, hätten wir jetzt eine Nacht was machen müssen, haben sie eben nicht gemacht. Wir müssten jetzt auf die nächsten Nächte warten, die ja sehr lange dauern, bis die kommen. Was sicherlich im Hauptspiel gut ist, aber für uns jetzt schlecht. Ja, dann ist es so. Genau, deshalb sage ich euch auf jeden Fall, da ist noch so ein Aussichtsturm. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Schreibt rein, wie ihr es fandet, das Spiel. What the f... Das nenne ich mal Alien Power Baby. Da habe ich auch mal richtig abgekürzt hier. Los, pack mich doch drüber. Okay, schade. Oh, krass. Ja, das sowas gibt es natürlich auch. Genau, dann bis zum nächsten Demo, Let's Play, Let's Test, nächsten Alien-Invasion oder whatever wir spielen. Und ich sag danke fürs Zusehen und tschüss mit dir. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.